Herr Krüssi, was ist gestern am Sonntag passiert in Amden? Zwei Gruppen haben einen Canyon-Ausflug gemacht. Das Canyon, das ist so ein Wildwasserrutschen eigentlich mit Neoprenanzügen. Eine Gruppe ist aus 5 Mitgliedern bestanden und die andere aus 7 Mitgliedern. Beide sind durch einen Guide begleitet worden. Kurz vor dem Pfiff haben sie uns den ersten Notruf abgesetzt, indem die kleinere Gruppe ihrem Veranstalter mitteilt haben, dass sie aufgrund des Hochwassers nicht mehr von der Schlucht aufsteigen können. Sie sind dann diesen Kollegen zu Hilfe gegangen. Es ist ihnen dann gelungen, dass die 5 Personen quasi sich können retten von dieser Schlucht. Die grössere Gruppe, die aus 7 Mitgliedern bestanden hat, hat einen Notruf an die Schweizerische Rettungsflugwacht abgesetzt. Die sind sofort mit 2 Helikoptern die Personen gesucht und haben sie auch relativ schnell geortet. Die Trägabsatzung hat dann 5 Personen können von dieser Schlucht ausfliegen. Dabei sind 3 Personen leicht verletzt worden und mussten ins Spital gebracht werden. 2 Personen von dieser Gruppe haben als vermisst gegolten, die haben wir nicht finden können. Aufgrund von dem ist eine grosse Suchaktion gestartet worden durch die Kantonspolizei St. Gallen, aber auch eine grosse Anzahl von Mitgliedern vom SAC und von der örtlichen Feuerwehr von Amden, wie auch von der Feuerwehr Wesen. Der Seerettungsdienst ist ebenfalls aufgeboten worden. Weil das Wetter immer schlechter geworden ist, hat man dann mit dem Helikopter nicht mehr weitersuchen und man hat die Suche zu Fuß weiter vorantrieben. Kurz vor dem 11 Uhr hat dann ein Suchtrupp vom SAC die 2 Personen können lokalisieren. Leider ist für die aber jede Hilfe zu spät gekommen und der Arzt musste den Tod von diesen beiden Leuten feststellen.